So, hat ein kleines Test gemacht, dieser rosa, da bedeutender Schwingung angelegte Don Federico von den Damen und Herren. Und spielt das wunderschön auf in den Sachen 30 Tage Test. Na, Fremdreiter und Registration 9,75. Ist ja fast die 10. Bedeutende Galoppade. Wir hatten letztes Jahr diesen letztjährigen Edelfuchs dreijährigen erlebt. Unter Anja, glaube ich. Aber er ist in der körperlichen Verfassung viel reingekommen. Heike ist auch schon wieder in den Start gegangen. Bitte, Heike. Natürlich, für einen Hannoveraner und dann noch Fuchs komme ich doch gerne in die Halle, das weißt du doch. Ja, im nächsten Jahr wird es so wolfologisch noch nachgebracht. Auf einer Backe ist noch Platz, da hast du recht. Ja, ich muss auch sagen, der Hengst hat sich super entwickelt. Viel ausgereifter noch. Letztes Jahr haben wir ihn noch unter einem Springreiter gesehen. Heute ist Richard drauf. Er hat sein Debüt hier in der Fechterhalle. Das erste Mal Hengstpräsentation. Ich denke, er ist noch ein wenig aufgeregt. Aber er hat einen Profi unter dem Sattel, wie man merkt. Und Frederik ist unheimlich taktsicher. Das zeichnet ihn aus in den Wendungen. Die können noch so eng sein. Er hält seinen Takt super durch, galoppiert herrlich bergauf an, die Bewegungen gehen sehr, sehr gut durch den Körper durch. Eine Mordsgaloppade, der wird noch so ein wenig Zeit brauchen, ehe man die Galoppade etwas gesetzter bekommt. Die Pferdegröße, Galoppgröße muss da natürlich wirklich immer im Auge behalten werden in der weiteren Ausbildung, damit man dieses hervorragende Pferd nicht zu früh überfordert. Sehr gut, Richard, auch zu dir aus der Hand kauen lassen. Loben ist gut, sitzen bleiben, aber dabei, dass du ihm weiter Unterstützung gibst. Auch hier klarer Übergang zum Schritt, sofort im Viertakt schreitet Don Frederik dahin mit sehr gutem Raumgriff. Zwei Hufbreit tritt er über die Spur der Vorderhufe, genauso wie wir das sehen wollen. Mit genügend Fleiß, dass man sich eben auch gut vorstellen kann, dass er im versammelten Schritt nachher taktsicher bleiben wird. Der Qualität, die wir hier den ganzen Nachmittag schon mal erleben dürfen, na, eigentlich begeistert. Auch dieser. Einmal abfangen, links die Festbank, oh, was soll, jawohl. Noch ein Tänzer der obersten Wonne, meine Damen und Herren, Don Frederik Richie Gjörda. Ja, wenn das nicht wird, dann weiß ich auch nicht. Geht ja nicht so. Aufgelegt und dann ist mir natürlich hier das auch.